Die meisten Leute denken, dass der Krieg vor 3 Jahren begann, aber Nerads Stimme hatte seine Hände schon viel früher im Spiel. Ich nahm an der anfänglichen Invasion teil. Ein ungeduldiges Kind, das nur zu gerne einen 30-Jährigen an eine Ausbildung gekoppelten Auftrag akzeptierte. Was enthältst du mir sonst noch vor? Deine Befürwortung der Kapitulation vor Kyros war also das Ende deines langen Plans? Das amüsiert mich ganz und gar nicht. Lass uns mal mit was anderem sprechen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Jo, habe ich das Richtige genommen. Ich hab darauf gehofft und es mir eigentlich schon gedacht. Ich werde mich bemühen, dein Vertrauen zu gewinnen, so gut es mir möglich ist. Es tut mir leid, dass ich dir Anlass zum Zweifeln gegeben habe. Ja, war das das Ende deines Plans? Ja und nein, als ich anfangs ging, war ich einfach nur glücklich, von den Weisen unterrichtet zu werden und dafür keine Ringe bezahlen zu müssen. Meine Befehle lauteten lediglich zuzuhören und zu berichten. Als das Ende näher kam, befahl man mir, sie Stück für Stück zu überzeugen, bis hin zur Kapitulation. Aber ich bin gescheitert. Die Ältesten der Schule wurden trotzig und die militärisch Gesinnten setzten sich durch. Angehörige des Stufenvolks sind letztendlich so. Ich erreichte die Kapitulation nicht und meine Aufgabe konnte nur durch das Edikt des Oberherrn beendet werden. Was enthältst du mir sonst noch vor? Du hast das Edikt des Feuers verlesen. Du warst der Überbringer von Kyros Urteil über meine Arbeit. Ungefähr zu dieser Zeit beschloss ich, mich für deine Stärke interessieren zu müssen. Tatsächlich faszinieren mich alle Personen, die als Gefäße für Kyros überaus überlegene Magie fungiert haben. Als ich hörte, dass du ein zweites Edikt verkünden wurdest, musste ich einfach einen Weg finden, dich zu treffen. Gefesselt in einem Gefangenenlager zu landen, hatte ich aber nicht beabsichtigt. Dann reden wir von was anderem. Was hältst du von Kyros? Warum ich nicht anders kann, als ihn für die fesselndste lebende Person zu halten? Der Mann hat Reiche gebeugt, Kontinente beansprucht. Wohin er geht, folgt ihm die Geschichte. Ich werde nicht abstreiten, dass er getötet hat, Millionen sogar, aber ich behaupte, dass es ohne Kyros auf Teratus noch mehr Opfer durch Kleinkriege gegeben hätte. Ja, das ist sozusagen, Kyros ist der böse Oberherr, der aber für das höhere Wohl sorgt. Ich habe gesehen, was lächerliche Despoten, Händlerintrigen und Magiergilden alles im Namen rechtschaffener Motive anrichten können. Ich werde die Herrschaft von Kyros, der Tyrannei jedes Idioten auf Teratus vorziehen. Das ist ja wirklich auch so ein Punkt. Kyros ist der Overlord, der Oberherr, ist eigentlich böse und mal, wenn man jetzt mal vom Roten Chor und Bläden Markt zum Beispiel absieht, herrscht im Land ziemlich viel Ordnung eigentlich. Und natürlich von den Rebellengruppen, aber die sind ja ihre eigene Baustelle. Und den Bürgerkrieg zwischen den Geschmähten und dem Roten Chor, ja, ich habe nichts gesagt. Lass uns heute was anderes reden. I am nothing if not a semi-reliable font of knowledge. What did you want to discuss? Arcade-Angelegenheiten. And I'd be happy to oblige. Ever since the fall of the Vellum Citadel, it is hard to find someone with whom I can discuss such things. Und ich würde deiner Bitte gerne nachkommen. Seit dem Fall der Vellum Citadelle fällt es mir schwer, jemanden zu finden, mit dem ich über solche Dinge sprechen kann. Was weißt du über Kyros Edikte? Kyros hat im Laufe der Zeit viele gewirkt und meines Wissens gab es noch niemals zwei Edikte mit exakt demselben Wortlaut. Edikte widersetzen sich unserem Magieverständnis. Kyros Magie funktioniert über große Entfernungen, ohne zeitliche Beschränkungen und keinem Archonten oder bloßem Magier ist es möglich, die Macht eines Edikts etwas entgegenzusetzen. Was kannst du mir allgemein über Edikte erzählen? Ich erkläre das meinen Schülern folgendermaßen. Für ein Edikt ist ein Zauber wie für einen Wirbelsturm ein Regentropfen. Edikte und Zauber sind beide magischen Ursprungs, unterscheiden sich aber in ihrer Intensität um ein Vielfaches. Edikte kann man fast Befehle an Teratus nennen, die ausgeführt werden müssen, bis der Wortlaut der Anweisung ein Ende der Magie gestattet. Sollte sich Kyros eine Pest bis zum nächsten Richtertag wünschen, dann kannst du bis zum nächsten Richtertag reichlich Geschwülste erwarten. Nichts hat jemals ein Edikt gebrochen, nichts außer der
außer der Verfallsklausel des jeweiligen Ediktes, wie ich sie gerne nenne. Ja, so wie wir jetzt zwei gebrochen haben. Einmal, indem wir die Himmelfahrtshalle bis zum Tag der Schwerter erobert haben und einmal, indem wir den letzten Regenten des ungebrochenen Landes getötet haben. Das waren ja die beiden Verfallsklauseln. Ich interessiere mich für ein bestimmtes Edikt. Natürlich, frag ruhig. Was denkst du über das Edikt der Hinrichtung, das über Vendriens Tal verkündet wurde? Anscheinend standen die Archonen kurz davor, einander umzubringen und die Drohung, beide zu vernichten, war im Prinzip Kyros letzter Ausweg. Ich kann mir vorstellen, dass man jemand wie Nerads Stimmen nur durch Angst zum Befolgen von Befehlen bringen kann. Und das Edikt hat ihnen gewiss Feuer unterm Hintern gemacht. Was ist mit dem Edikt des Steins? Das Edikt des Steins verwüstete das Reich Apex. Die Welle aus Erde und Verwilzung verwandelte die furchtbare Hügellandschaft in eine zerklüftete Steppe, die man nur als das Steinmeer kennt. Da das Edikt auf den verräterischen Archon des Steins abzielte, war die Zerstörung Azurus wohl nur eine sekundäre Konsequenz. Auch wenn ich überzeugt bin, dass Kyros nie etwas unbeabsichtigt tut. Was ist mit dem Edikt des Feuers? Willst du mir eine alte Wunde mit Salz einreiben? Ups. Ich erinnere mich an den Schrecken, inmitten von Geschrei aufzuwachen. Ich erinnere mich, meine Abhandlungen und Bücher zurückzulassen. Meine Vögel gab ich dem Feuertod preis. Meine Schüler ließ ich im Rauch ersticken. Ich weiß, dass das Edikt von Kyros gewirkt wurde, nicht von dir. Es ist gar so, als zürne man der Brieftaube anstatt dem Verfasser. Es ist nur so merkwürdig, den ganzen Tag lang deiner Stimme nah zu sein, im Wissen, dass deine Stimme es war, die das Ende der Wellum-Zitadelle einleitete. Ich erledigte eine heilige Pflicht für Kyros und deren Erfüllung kann mir nicht leid tun. Die Schule von Tinte und Feder hat genug Gnade und Geduld bekommen. Stumm dreinblicken. Ventil steigelt seinen Bart zurecht und erwidert den Starren schweigend. Ein Edikt zu verkünden heißt, das greifbare Gesicht seiner gewaltigen Zerstörung zu sein. Wir alle kennen den Namen Kyros, aber wer kennt überhaupt seine Augenfarbe? Nur dagegen, an dich können wir uns alle mit relativer Klarheit erinnern. Was ist mit dem Edikt der Stürme? Das Edikt der Stürme verwandelte das einst bewaldete, unbeugsame Land in ein wieder windgepeitschtes Ödland. Jetzt nennen sie es das Klingengrab, da nur noch Rüstzeug aus Eisen und Bronze übrig ist. Wirbelstürme, Rostwinde und unablässige Blitze haben die Wohnhäuser und das Ackerland vernichtet. Reden wir über was anderes. Ja, funktionieren Edikte nach demselben arkanen Prinzip wie Zauber und andere Magie? Edicts are the strongest manifestation of magic we know, and they seem to violate all other lesser phenomena. No dispel cantrip has ever dented or abated an edict. Even archons with powers of great durability cannot shrug off their effects. Just look at Cairn. Edikte sind die stärksten magischen Erscheinungsformen, die uns bekannt sind. Sie scheinen alle geringeren Phänomene zu umgehen. Kein Edikt ist jemals von einem Auflösungszauber beeinträchtigt oder gedämpft worden. Selbst Archonten mit enormer Zähigkeit können ihre Effekte nicht abtun. Überlege dir nur, was mit Kern geschehen ist. Now, what I find curious, Edicts can flex a little. Or so my study suggests this is the case. Take the Edict of Storms. While the day it was proclaimed was the most violent, the actual radius of the storm has changed over time. But most will have none of my hypotheses on this matter. Was ich aber merkwürdig finde, Edikte können ein wenig Spielraum haben. Jedenfalls legen das meine Studien nahe. Nehmen einfach mal das Edikt der Stürme zum Beispiel. Der Tag seiner Verkündung war zwar der brutalste, aber im Laufe der Zeit hat sich der tatsächliche Radius des Sturms verändert. Die meisten wollen sich meine Hypothesen über diese Angelegenheit aber nicht anhören. Gut, ich schlucke den Köder. Was mutmaßst du über die Edikte? So, in my studies, some edicts resolve some problem of the overlords and then vanish into history. But the edicts that linger around, almost all of them begin to widen. Their effects become more intense. Durch meine Studien habe ich herausgefunden, dass manche Edikte ein Problem des Oberherrn lösen und dann in die Geschichte eingehen. Die Edikte aber, die länger verweilen, nur leider diese weiten sich immer mehr aus, was mit intensiveren Effekten verbunden ist. Here's the intriguing part. The older the edict and the more that's written about it, the more the reports of that edict get more dire over time.
Jetzt kommt der interessante Teil. Je älter das Edikt ist und je mehr über es geschrieben wird, desto verzweifelter werden die Berichte über das Edikt im Laufe der Zeit. So ist das mit den Legenden. Jede Generation macht sie ein bisschen größer. Vielleicht haben Edikte ein eigenes Leben, nachdem sie in Kraft gesetzt wurden. Und Edikte scheinen sich niemals im Laufe der Zeit aufzulösen. Vielleicht haben sie ein eigenes Leben. Something to that effect, at least. Zumindest etwas Dementsprechendes. I contend that edicts are powered by fear. Fear of Kairos helps fuel the casting, and fear of the edict feeds the magic, sustaining it, and if enough people fear it, even growing it a bit. Ich behaupte, dass Edikte von Angst gespeist werden. Die Furcht vor Kairos treibt das Wirken des Edikts voran, und die Furcht vor dem Edikt selbst speist die Magie. Was das Edikt aufrechterhält und genügend Angst vorausgesetzt sogar noch ein bisschen verstärken kann. Was es kann das. Es könnte auch sein, dass das Edikt nach ihrer Verkündung einfach von der Landschaft gespeist werden. Schau dir nur an, was aus Azur und dem unbewegsamen Land geworden ist. I thought just that. But wherever an edict is cast or has been cast, the land will always hum with a little background noise. If your ears trained to listen. If anything, it seems edicts add more magic into the world, not the other way around. Genau das habe ich gedacht, aber egal wo ein Edikt gewirkt wird oder gewirkt wurde, gibt das Land immer ein leichtes summendes Hintergrundgeräusch ab. Wenn man gelernt hat, genau hinzuhören, wenn überhaupt, dann bringen Edikte mehr Magie in die Welt, nicht andersherum. Intellectual honesty demands that I study the matter more. If I'm correct, the more people fear and obsess over an edict, the stronger it becomes. Anyway, another study for another time. Die intellektuelle Ehrlichkeit verlangt, dass ich das Thema noch genauer studiere. Wenn ich recht habe, dann richtet sich die Stärke eines Edikts nach der Furcht und Besessenheit der Leute. Wie auch immer, das ist ein Studienthema für ein andermal. Ja, reden wir über was anderes. Ever since the fall of the Vellum Citadel, it is hard to find someone with whom I can discuss such things. Was weißt du über die Magie der Archonten? Ich habe viele Deichanten viele Jahre lang studiert. Im Vergleich zu den anderen Weisen bin ich ein Experte für dieses Thema. Was eine traurige Sache ist, da ich der Ansicht bin, dass ich noch so viel zu lernen habe. Wie funktioniert die Magie der Deichanten? Die Deichanten haben alle magische, intuitive Kräfte. Wenn Nevat Stimmen jemanden dem Verstand steht oder Graven Ash seine Soldaten beschützt, handelt es sich bei dieser Magie nicht um einen gewirkten Zauber oder ein Ritual. Für sie ist das eher so, als würden sie eine Hand zur Faust ballen. Archonten sind das, was noch. Sind das, was war nochmal das Wort dafür? Axiom der Magie, die Wurzel der Magie, Zaubererpioniere. Zwar hat jede Gilde oder Schule der Magie einen anderen Namen für die Theorie, doch alle Magier kommen früher oder später unweigerlich zu der Erkenntnis, dass nur die Archonten Magie wirklich ins Leben rufen können. Alle anderen können lediglich Magie wirken, indem sie das Sigil eines Archonten beschwören, der vor ihnen kam. Niemand weiß... wo war ich jetzt? Niemand weiß, wie die Archonten ihre Magie schaffen, und es scheint auch bei jedem Archont anders zu verlaufen. Wenn aber ein Archont anfängt, seine Kräfte zu nutzen, so lautet die Theorie, dann kann jeder, der nach diesem Archonten kommt, mit dem nötigen Wissen Sigil und können diese Kräfte anzapfen. Diese beobachtete Gesetzmäßigkeit hat eine häufige Frage unter jungen Schülern aufkommen lassen. Kann man das Sigil eines Archonten erraten, der noch nicht geboren wurde, oder an den sich die Geschichte nicht erinnert, oder der dem Zauberwirker einfach unbekannt ist und erfolgreich einen Zauber wirken? Erfahrene Mystiker sagen, dass das unmöglich ist, denn sie wissen, dass es nicht reicht, nur die Gesten eines Sigils nachzuahmen. Man muss wissenslich bewusstes Wissen des Archonten und der zu kanalisierenden Kraft besitzen. Klingt so saumäßig kompliziert. Diese Angabe ist in vielerlei Hinsicht nicht ganz treffend, aber ich halte die Archonten für die Mütter der ursprünglichen Magie. Ja, die Mutter Graven Ash. Und alle anderen nur für Imitatoren. Um alles noch ein weniger verwirrender zu machen, können einige Archonten, so wie wir niederen Magier, das Wirken anderer Zauber erlernen. Wenn man so wichtig wie ein Archont ist, dann lernt man schnell, dass alles Wissen Macht ist. Ich habe viele der Archonten viele Jahre lang studiert. Im Vergleich zu den anderen Weisen bin ich ein Experte. Ach so, das hatten wir.
Sind alle Archonen loyal zu Kyros? Offiziell ja, in Wirklichkeit nein. Jene mit wahrer magischer Gabe ziehen immer die Aufmerksamkeit von Kyros auf sich. Einigen wenigen gelingt es, das ein bisschen herauszuzögern. Die Schuldige Gezeiten wurde von einer dieser Unkontrollierbaren gegründet, aber dies sind die Ausnahmen der Geschichte. Okkulte Jade, die Archontin der Gezeiten, verbeugte sich niemals vor Kyros, und man sagt, sie hätte die Attentäter überlebt, die man losschickte, um sie zum Schweigen zu bringen. Dies macht ihre Flucht vor Kyros, ehe der Krieg begann, noch viel beunruhigender. Wir kannten sie als Symbolfigur der Stärke, aber als sie bedroht wurde, gewann ihre schwächere Seite die Oberhand.